Und dann basteln wir uns mal schnell ein Feuerzeug. Dann. So. Da muss ich jetzt nur gucken. Ich hätte gern keins von beiden in der Hand. Wenn ich hier laufe. Ich kenne mich. Entweder es fackelt gleich mein Haus ab oder ich spreng gleich was in die Luft. So. Ja, ich hätte natürlich jetzt auch gleich Treppen mitnehmen können, ne? Tja, ich hätte Fahrradkette. Schade. So. Hier haben wir das Wasser. Jetzt müssen wir hier zusehen, wie wir jetzt irgendwie nach da durchkommen. Und dann irgendwo da hinten rechts wieder rumkommen. Weil rein theoretisch hätten wir jetzt hier irgendwo abbiegen müssen. Aber hier ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Das geht nicht. Das heißt, wir werden eine Kurve fahren müssen. Eine ganz große Klasse. Naja. So, zack. Lauft! Und... Ah, Sand! Wieso Sand? Wieso Sand? Hä? Och nee! Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz, ganz schlecht, was ich jetzt hier tue. Das ist ganz, ganz grausam. Oh nein! Scheiße! Verdammt. Oh, verdammt, ha? Pass auf, behalte ich den Sand? So eine Scheiße aber auch, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, wir gehen doch lieber noch ein bisschen weiter rein. Pass mal auf. Oh nein. Was habe ich nur getan, ich Monster? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe davon auch nur noch zwei Stück, ne? Ja, Trauma. Ich würde gerne hier wieder zumachen. Das tut mir leid, da gehe ich jetzt nicht mehr weiter. Dann gehen wir halt durch ein bisschen unters Dorf. Verflixt. Oh nein. So, jetzt geht kaputt. Und, na Gott sei Dank, das hat geklappt. Hey, Eisen. Hi. Oh, Eisen ist immer gut. Immer gut, das Zeug. Immer huge. So. Dann nochmal rein. Zack, zack. Ich bin ja schon weg. Na? Peng! Okay. Ich glaube, wir können jetzt hier sogar schon eine Fackel wieder setzen. Und sollen wir jetzt hier schon nach rechts? Nee, ich würde gerne noch einen rein. Ich traue mir nicht. Ich komme gleich wieder irgendwo falsch raus. Das weiß ich genau. Nee, ne? Ey, Kies kann ich jetzt so gar nicht gebrauchen. Kein Stück, ehrlich nicht. Oh, was soll denn das? Ist jetzt hier echt ein Kiesvorkommen? Oh, nee. Nee, echt nicht. Kies ist ganz übel. TNT und Kies vertragen sich kein Stück, Leute. Ehrlich nicht. Das ist böse. Oh. Jetzt habe ich also noch das ganze Zeug. Aber wie prächtig, wie prächtig. Geht natürlich noch weiter, ist ja ganz klar. Oh, ich hasse Kies, ich hasse ihn. Pass mal auf, dann mache ich das. Das geht da, ja? Mache ich das mal so. Bin jetzt gespannt, ob das was wird. Das nehme ich noch mit. Lauf! Und? Bam! So, was haben wir angestellt? Och, ein kleines Löchlein. Ja, das ist... Ist... Wow. Hä, jetzt knisper. Da kann ja ruhig brennen. Ja, relativ hübsch, ne? Also, das ist ein kleines Kiesvorkommen. Ganz klein hier, minimal. Ach, du Scheiße. Ey, jetzt muss ich das Ganze noch irgendwie auskleiden, oder was? Oh. Was ein Kino, Freunde. Was ein Kino. Da möchte man nur eine U-Bahn bauen und wird wieder von allen möglichen Sachen aufgehalten. Ist doch alles nicht wahr hier. Ah, Mann. Oh, was mache ich denn jetzt? So, Schaufel gezückt. Und dann weg hier. Weg damit. So. Zack, zack. So, so, so. So, so. Und wenn ich hasse diesen Stein, ne? Diesen Finkelstein, aber das heißt Feuerstein, das braucht doch kein Mensch. Oder? So. Ich jetzt hier nochmal eine Fackel, dann nehme ich die beiden mal mit. Wir bräuchten unbedingt Stein, oder? Wir haben noch Erde. Wir können das hier doch eigentlich mit Erde auskleiden. Sofern wir da mal rankommen würden, wa? Ey, noch nicht. So. 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 Dann können wir das hier wenigstens alles schon wieder auskleiden. So. Zack. Ich kann das. Nein. So war das nicht geplant. So, so war das geplant. Nein, so auch nicht. Warte. So. Hier, hier. Da einer, da einer. Hoi, hoi. Hier einer und da einer.
Wer mir jetzt auch noch gerade schwindelig wird, beim die ganze Zeit nach oben gucken und sich vorstellen, als ob man nach unten baut. Ja, mir ebenfalls. So. Hier bin ich schon wieder ein zu viel. Du darfst wieder mitkommen. So, ich brauche jetzt dringend erstmal Stein, das geht nicht mehr. Ich brauche Stein und ich brauche Sand. Wofür ich den Sand brauche, verrate ich aber nicht. Oh nein, ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe noch 5 TNT. Wird, glaube ich, auch nicht ausreichen. Müssen wir auch noch gucken, dass wir irgendwas anstellen. Hui. Find's so super, dass das so wunderbar schnell nach oben geht. Das dauert kein Stück lange. Wir brauchen unbedingt mal eine Bimmelbahn. So. Alles klar. So, was tun wir? Wir benötigen Jansch. Jansch in der Kiste. Ne, habe ich noch Jansch? Ja, 3 Stück, aber 3 Stück reicht nicht. Jansch. Da ist Sand. So. Müssen wir jetzt gucken, dass wir das Loch da ein bisschen stopfen, was wir jetzt verursacht haben. Böse, wir sind böse. So. Frag mich, wo wir weggesprengt haben. Wenn wir jetzt, genau, wenn wir da jetzt weitergegangen, hätten wir das auch noch wegsprengen müssen. Das wäre eine ganz große Katastrophe geworden. Hier unten haben wir das weggesprengt, oder? War das hier? Exakt, hier war's. Wir sind einfach nur Profis. Wir sind furchtbare Profis. Psst. Oh, Mann. Ich könnte mich glatt erschießen dafür. So. Wenn wir auch noch alles wieder gerade richten, so. Und hier, glaube ich, noch, ne? Genau, haben wir das wieder richtig. Richtig. Und für die Schäden hafte ich nicht. So. Dann schwimmen wir wieder zurück. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch Cleanstone. Und dann müssen wir mit dem Cleanstone auch wieder weitermachen können. Guck mal, das da oben sieht viel besser aus, ne? Warte. So. Das sieht doch jetzt viel echter aus, als ob es irgendwie runtergeschliffen würde. Und der Wasserfall, finde ich, sieht erstens super aus. Und zweitens erinnert er uns immer noch an unseren ersten Klempner-Einsatz. Ach, das war noch Zeiten, als wir damals da noch gebaut hatten, du. Oi, das war wirklich, das waren Zeiten. Was ist denn da jetzt? Ach, das sind alles Eier, oh Gott. Ich dachte, da wird auch irgendwie Kies sein oder so. Ich dachte so, hä, was für Kies? So. Alles klar. Hier haben wir es. Hier haben wir übrigens die Weihnachtsüberraschung mit den Kisten, habe ich auch mitbekommen, ne? Habe ich auch gesehen, aber ich konnte am Weihnachtstag, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag leider Gottes nicht aufnehmen. Ich hatte nämlich auch Familie. So. Nee, ich war unterwegs, deshalb ging das nicht. Pass auf, den Stein, der kann ja hier wieder rein. Den brauche ich auch keine Sau. Das Eisen kann ich schon mal auf den Platz packen. So, auf die Eier scheiße ich jetzt. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd mit den ganzen Eiern. Den Kies brauchen wir. Das auch noch. Cleanstone wollte ich holen, genau. So, Steinkiste. Wo ist ein Cleanstone? Da, da und da. Wow, haben wir noch viel. Ich glaube, wir müssen doch wieder ein bisschen brennen. So. So. Alles klar, dann gehen wir jetzt wieder runter in die Katakomben. Hey Leute, ich bin ein einsamer Cowboy im Untergrund. Aber weil mir der Untergrund gerade sowas von nicht passt, mache ich ein anderes Lied an. So. Mensch, ein bisschen Disco-Poro-Feeling hier. Nee, passt doch. Wir haben doch hier unseren kleinen Dingens hier, ne? Hallo Tintenfischi. Das passt doch. So. Hier möchte ich wieder zubasteln, bitte. Hier haben wir Eisen rausgeholt. Hier können wir auch noch schließen. Und die Nummer hier muss geschlossen werden. So. Alles klärchen. Natürlich haben wir jetzt hier auch noch das Problem. Ist ja nicht so, als ob jetzt hier natürlich der Kies noch nachrutschen würde. Selbstverständlich passiert das ja nicht. Und vor allem uns ja nicht. Wir sind ja so eine Profis. Ich könnte gleich kotzen. So. Und jetzt zack, zack. So, ich würde jetzt allerdings auch gerne erstmal den ganzen Kies loswerden. So. So, das heißt, wir hauen jetzt hier nämlich erstmal wieder einiges raus und setzen dann da den Kies rein. Dann habe ich da erstmal Ruhe mit dem ganzen Kies, den wir gerade geholt haben. Der ist dann auch erstmal wieder futsch. Zum Glück, würde ich sagen. Zum Glück. So, ich glaube, wir können aber auch gleich bis hier vorne hingehen. So. Hier eine Fackel hin und dann... Kies, wo steckst du? 47 Stück, das müsste sogar reichen, bis nach da vorne, wa? Zack, 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 zack. Das reicht locker. Das reicht locker. So, wir haben sogar noch was übrig. Ach, nicht schlecht, 20 Stück. Ist nicht wenig, ist auf keinen Fall wenig. So, wie weit sind wir? Ich würde ehrlich gesagt noch ein Stück rein. Bevor ich versuche, erneut nach rechts abzubiegen. Weil uns das ja immer wieder so gut gelingt. So.
Bam bada 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 badam 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 bam bam bam. Du 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 du. So. Dann. Dam 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 da 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 dam. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt eigentlich noch rein. Warte, jetzt buddel ich gerade aus, ne? Ja. Ich dachte gerade schon, ich buddel irgendwie über Kopf. Das ist ganz lustig, wenn du die ganze Zeit nur auf einen so einen Teil hier starrst, dann weißt du auch nicht mehr genau, was du machen sollst. So. Ich find's ja irgendwie doof. Wir bauen eine U-Bahn und finden kein Gold. Also beim Film Der Hobbit haben die ja immer Gold gefunden, ne? Und sich dann tierisch drüber gefreut. So. Ja, ich habe den Film gesehen. So. Machen wir doch mal so und. Achtung! Bitte mach's richtig, bitte lass funktionieren. Das wäre so super. Wow, es hat geklappt! Ich bin begeistert! Ohne dass jetzt hier wieder irgendeine Komplikation auftritt. Bin mal gespannt, wie lange das noch geht. So, zack. Und let's mach bumm. Kavusch! Ach Gott, das hat die Fackel erwischt. Nein, die Fackel ist weg. Ach Gott. Jetzt muss die Fackel da aber wieder leben. So, ob wir wirklich hier unter den ganzen Häusern durch sollten, ich weiß nicht. Bestimmt nicht, aber. Ist jetzt eh zu spät. So, wie weit kommen wir denn mit dem TNT eigentlich? Weiß ich nicht. Was müssen wir Neues machen? Und explodiere! Mann, das reißt ja die Fackel selbst hier hinten noch weg. So. Oh, ein paar Rohstöffchen. Rohstoffe sind niemals zu verachten. Niemals. Sehr schön. Und gleich noch Eisen mittendran. Ja, super. Eisen, meine ich Kohle. Ich finde Kohle ja so super, wenn man da einfach XP kriegt. Einfach ohne Grund. Einfach, weil du XP kriegst. Ja, Level 41. Wow, wir steigern uns. Auch wenn das nicht ganz verdient ist, aber ey, wir steigern uns. Was heißt nicht ganz verdient? Minecraft schenkt uns die XP und von daher... Ich meine, es wird ja eigentlich mehr kritisiert als gelobt, dass man durch Kohleabbau XP bekommt. Aber ganz ehrlich, Mojang kümmert sich jetzt irgendwie auch um Dreck, oder? Ich meine, die machen ja auch nichts. Ich sehe gerade auch noch die Hälfte, was ich hier abbaue. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar gerade dicht unter der Oberfläche sind. So, hier war aber noch was. Aber das war's. Mehr sehe ich jetzt auch nicht. So, ich hätte gern, genau, Erde. Um das Ganze dann wieder zu schließen. So. Zack. So, und so, runter. Gut, dann haben wir das ja auch schon mal fertig. Dann würde ich... Stopp. Das kann man ja damit schließen und dann... Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir hier auch noch eine Dreierbreite. Dann würde ich sagen, weil da ja oben jetzt überall Erde ist und weil Erde gegen TNT leicht anfälliger ist. Leicht, natürlich leicht. Na Mann, der Erdklotz hier kann wächten. Braucht kein Schwein. So. Zack, und unser vorletzter TNT-Zug. Die Fackel bricht jetzt aber nicht schon wieder, ne? Und. Ey, hat ja trotzdem geklappt, obwohl die Erde ist. Nicht schlecht. So. Hauen wir die Erde weg und machen stattdessen das da rein. Und jetzt müsste rein theoretisch die Fackel hier auch nicht mehr abhauen. Nicht mehr kaputt gehen sollen. Wenn doch, wäre das jetzt irgendwie scheiße. So, unser letzter TNT-Block. Verdammt. Spring in die Luft. Oder spreng dich, oder was auch immer. Und... Ich dachte gerade, wir haben schon eine Höhle gefunden. Ich wollte gerade schon wieder Panik kriegen. Gut. So. Okay. Ich finde das jetzt irgendwie ungeil. Ich finde das jetzt hier nicht so hübsch. Ehrlich gestehen. So. Den Kies braucht natürlich auch alle Welt. Weswegen der natürlich auch hier ist. So, machen wir mal so. Und dann machen wir mal so. Das hier oben ist ja sowieso raus, ne? Und da muss dann eh einer hin und hier auch. Okay. Reißen wir das Ganze jetzt hier mal wieder weg. Gucken, wie weit wir jetzt kommen. Dann müssen wir gleich erstmal wieder hoch ein neues TNT besorgen. So. Ah, ich hasse Kies. So, versuchen wir mal hier nochmal. Musik passt aber gerade ein bisschen, ne? Zum Untergrund und so. Finde ich, passt eigentlich ganz gut. Ja, natürlich ist das auch wieder falsch. Da muss ja jetzt wieder Stein rein. Verdammt, so. Und euch beiden blöden Blöcke muss ich auch noch mitnehmen, wa? So, jetzt sag mir aber nicht, dass hier schon wieder was nachrutscht, ne? Das wäre irgendwie scheiße. Okay, tut's nicht. Sehr schön. So. Ich frage mich, wer von unseren netten Dorfbewohnern dann Probleme haben wird, weil direkt unter seinem Haus eine U-Bahn-Linie langläuft. Ich meine, das ständige Geratter dann so um 2 Uhr morgens, wenn wir hier lang dödeln, könnte den einen oder anderen ja... Könnte den einen oder anderen Nachbarn eventuell leicht stören, aber interessiert mich sowieso nicht. Die NPCs haben nichts zu sagen und nichts zu melden hier. Jedenfalls nicht in meiner Welt.
Ich habe schließlich ein Dorf erschaffen, okay? Ich weiß aber gar nicht, wenn wir jetzt da NPCs spawnen, ne? Spawnt dann auch einfach so ein